Es geht um unseren Bruder Gulahuddin Hassanyar. Das ist ein Bruder, der an einem Blutkrebs erkrankt ist, der schon zweimal Chemotherapie erhalten hat, wo die Chemotherapie leider nicht angeschlagen hat und wo es darum geht, dass man versucht, über eine Stammzelltransplantation das Leben von ihm zu retten. Es ist so, dass jetzt zunächst geguckt werden muss, ob man den genetischen Zwilling, der gesucht wird, wo die Stammzellen zu ihm passen, dass die gesucht werden. Was dafür notwendig ist, ist, dass man lediglich einen Wangenabstrich erstmal abgibt. Das heißt, es werden zwei Stäbe genommen, da wird in der Wange abgestrichen und die werden dann abgegeben zusammen mit euren Daten. Mehr ist das nicht. Das ist alles. Und wenn ihr in Frage kommt für diese Stammzellenspende, wenn eure Zellen übereinstimmen, dann werdet ihr von dieser Stammzellorganisation angeschrieben werden und dann müsst ihr in 80% der Fälle nur 2 oder 3 Blutröhrchen abgeben. Mehr ist das nicht. Ja? Und es ist nicht nur so, dass ich euch bitte um eine Stammzellspende. Wenn man helfen kann, das Leben eines Menschen zu retten, dann ist es unsere muslimische Pflicht. Ihr werdet alle irgendwann inshallah von Allah subhanahu wa ta'ala gefragt werden, warum habt ihr nicht geholfen, wenn ihr die Möglichkeit hattet. Deswegen, ich bitte euch, helft. Alle weiteren Informationen werdet ihr unten erhalten im Untergeschoss. Vielen Dank. Barakallahu.